Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz exklusiven Video, meine Damen und Herren. Wir sind mal wieder ausgebrochen im Rahmen unserer letzten Undercover-Tour. Uns hat es in der Tat nochmal nach Berlin verschlagen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne nach Berlin komme. Sting, was ist los? Ich wollte dich fordern, aber ja, es gibt halt doch nur ein King auf YouTube, so kann ich das nur sagen. Ich habe mir heute Gäste eingeladen. Ich hole als erstes mal jemanden rein, mit dem ich eine große Ankündigung zu machen habe. Und zwar der Eliminator oder Honkinator, nennen sie ihn wie sie wollen. Wirkliche Namen gibt es ja nicht. So. Herr Koch. Freut mich. Wir sind heute live in Berlin. Eindrücke. Ja. Gut. Wetter hält sich. Vielen Dank an Obertaler für das tolle Wetter. Genau. Wir haben wieder einen Fan für Obertaler heute gewonnen. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ja. Ich war bei der Supertalent 2010 oder 11 gewesen, ich weiß nicht, 2012, ich weiß es nicht. Kurioserweise habe ich einen Tag gesehen im Fernsehen, dass die immer noch für Supertalent Leute suchen. Ich dachte, mich trifft ein Pferd, man soll sich weiterhin bewerben. Sogar mit Videos konnte man hinschicken nach Köln und so weiter und so fort. Habe ich alles gemacht, kam keine Reaktion. Und ich habe ja gesagt, naja, vielleicht nochmal DSDS irgendwann, müssen wir mal schauen. Und ich habe mich entschieden, meine Damen und Herren, ich werde zu Deutschland sucht den Superstar gehen. Und der Eliminator hat da auch noch eine wichtige Ankündigung, weil er ja letztens recht erfolglos war. Und zwar, weil ich King of Kings bei Supertalent nicht weitergebracht habe, wurde der Vertrag so abgeschlossen. Ich begleite ihn zu dass Deutschland sucht den Superstar, aber nur wenn ich auch auftrete. Ja, ich weiß nicht, für wen es schwieriger ist. Leute, wir werden beide zu DSDS gehen und wir holen jetzt mal einfach jemanden rein, der das mal bewerten wird, was er jetzt hier gehört hat. Vielleicht hat er sogar Songvorschläge, meine Damen und Herren. Wir holen hier mal den Musiker schlechthin auf YouTube rein. Störfuss, meine Damen und Herren. Dankeschön. Guten Morgen. Servus. Ja, Störfisch. Ja. Du hast uns getroffen, du hast gut bezahlt, dass wir in deine Stadt kommen. Freut uns. Stimmt. DSDS, was sagst du? Man soll ja ehrlich sein. Der kommt weiter. Ich denke, es wird die letzte Staffel in diesem Jahrhundert werden. Denn es wird keinen mehr geben, der dieses Duo oder wie man sagen möchte, Tag-Team heißt das auch, toppen würde oder könnte. Ja. Also man muss sagen, ein bisschen windig, ja, können wir jetzt nicht ändern. Wir werden einzeln auftreten. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht über einen Titel. Kumpel meint immer zu mir, ey, deine Musik ist so sportfreundlich stillermäßig. Und das Problem ist, ich darf keine eigenen Lieder spielen. Das heißt, ich muss ein bekanntes Lied machen. Drei Lieder, oder nicht? Drei Lieder musst du mitbringen, genau. Und jetzt die Frage an die Zuschauer. Was traut ihr mir zu, was ich am besten da performen könnte? Hast du ein Lied? Over the Rainbow. Over the Rainbow, ja. Dann werden wir mal gucken. Ich werde erstmal ein Sportfreund stiller weiterarbeiten. Vielleicht hat ja jemand eine andere Idee, welche Stimme passt zu was. Eliminator, was? Ja, versteckt dich mal. Ja, mal. Vorschläge könnt ihr schicken. Frauen bitte nach vorne. Ja, nicht. Genau, und Frauen zuerst. Also, nee, also Vorschläge könnt ihr schicken. Kommentieren. Also, wir gehen definitiv nochmal zu DSDS. Es wird natürlich ein Special dazu geben, wo wir uns da nochmal wieder drüber auslassen werden, dass wir nicht weitergekommen sind. Vielleicht kommt er sogar weiter. Ich traue ihm das zu, weil die Show vom Eliminator kennt man, wa? Ja, vielleicht suchen sie so eine Honkinatoren. Ja, ja, natürlich. Deswegen schicken wir ihn mit. Küken Productions. Performance Skin. Ist auch noch hier. Ja. Moin. Mal, grüß dich. Moin. Moin. Schön, dass sie auch mal mit sind. Ja. Vielleicht irgendwelche Live-Eindrücke. Ich bin mal wieder für eine Kochshow. Ja. Wird es auch in der nächsten Zeit wieder geben. Vorausgesetzt, Koch hat mal Zeit dafür. Also nörgelt in den Kommentaren, lasst einen Kommentar da, wenn ihr auch eine Kochshow wollt. Aber wir arbeiten schon an Weihnachtsspecials, wir drehen ja immer vor, da ist sicherlich was machbar. Wir haben ja noch jemanden hinter der Kamera, der sich heute hier um unsere Sachen kümmert. Ladies and Gentlemen, Element of Art, oder wie ich damals immer gelesen habe, Element of Art. Wie gesagt, der größte Fehler ist der Kanalname. Wisst ihr? Außer nicht, aber Lene muss also, vor. Publicity ist alles. Ja, Fox, was los? Du bist Racing Team Tour in Österreich und so weiter unterwegs. Ich habe einen Jan mit nach Berlin gebracht. Ist gar nicht. Ist ein bisschen. Das bist du raus. Ja. Na, ist ja nicht so schlimm. Die richtigen Personen können auch rausgehen. Genau, die Frau in die Mitte. Genau. Ja, was auch cool. Haben wir Chancen bei der Super. Super, wenn einer dann hier.
Leute, ich darf da nicht mit Cocksounds hingehen. Mach Over the Rainbow, dann hast du gute Chancen. Der nächste Blödsinn ist, dass er hingeht. Und wer gut performen kann, wird noch weiterkommen. Aber ich bin gespannt, was es wird. Und kann noch an. Wenn ich anders, komme ich noch ins Fernsehen als schlechtester Schauspieler. Bis Mitte August ist noch Bewerbungszeitraum und soweit ich mitbekommen habe, ist im November schon der Recall. Ja, klar. Reinhard verlässt uns wieder. Ich kümmere mich mal um die Kamera. Genau, ich würde auch sagen, wir beenden so langsam das Video. Grüßen nochmal alle, die heute nicht hier dabei sein können. Atari, was los? Was war so Himbeeren? Schmecken die Blaubeeren? Heidelbeeren. Heidelbeeren. Ja. Blaubeeren sind Heidelbeeren. Und natürlich startet demnächst unser Contest GP Talent 2011. Also Leute, das heißt GP Talent 2011 und nicht die hier schon wieder 16 Leute waren jetzt letztens gewesen, stand drin. Cock Talent 2011. Hätte es nochmal umändern sollen. Kurze Frage noch, Steffen, du vielleicht auch als Fachmann. Die stelle ich jetzt doch noch. Und zwar habe ich überlegt, naja, Cock ist ja Entertainment und Musik ist eher Cock Sound. Soll ich meinen Cock-Namen in Cock-Sound ändern? Also bei GP Cock und unter der Musik Cock-Sound? Nein. Oder generell Cock? Generell Cock. Ist kürzer, lässt sich leichter merken. Was sagt ihr dazu? Cock ist besser. Vor allen Dingen, wenn man mich sieht, da denkt man sowieso immer an Cocks. Von dem Sinne her. Ja. Haben wir nur eine Homepage drin? www.datum-productions.de. Kann auch wie hier und je. www.youtube.com/Störfischproject/Element of Art und Kochsendung am Hochbeit wieder. Das war's für heute. Tschüss, und goodbye. Tschüss.